Kurs durch die Geschichte der Rigmarigmas. Mit Rücksicht auf unsere Künstlerin und auf die Laudatorin will ich es nicht länger machen. Sie sind ja hier alle hergekommen, um heute nicht nur das Schiff kennenzulernen, sondern insbesondere Kunst zu genießen. Und dabei möchte ich natürlich nicht im Wege stehen. Wir veranstalten seit einigen Jahren wechselnde Kunstausstellungen hier an Bord in unserem untersten Deck. Sie müssen also 3 Decks tiefer steigen unter die Wasserlinie, um sozusagen in unsere Galerie zu kommen, in der wir regelmäßig Künstler ihre Werke ausstellen lassen. Das ist eine Bereicherung für unseren Museumsbetrieb und gibt andererseits den Künstlern die Chance, ihre Werke in einer ganz besonderen Umgebung auszustellen. Heute haben wir Frau Kriebitsch hier mit Pop Art, eine ganz besondere Ausstellung, die Sie sicherlich ganz besonders auch ansprechen wird. Aber dazu kann die Laudatorin sehr viel mehr sagen als ich. Ich kann nur noch mal sagen, im Namen der Stiftung Rigmarigmas, herzlich willkommen an Sie alle hier an Bord. Ich hoffe, Sie fühlen sich wohl. Ich hoffe, es gefallen Ihnen die Kunstwerke. Und wenn es Ihnen bei uns an Bord gefallen hat, dann kommen Sie bitte gerne jederzeit wieder und bringen Sie ganz, ganz viele Freunde und Bekannte mit. Wir brauchen das. Vielen Dank.